Ich bin hier bei dem Friedensmarsch, um ein Zeichen zu setzen. Ich komme aus einer muslimischen Familie und dass wir nicht in unserem Namen sagen lassen wollen, wer gläubig ist, wer ungläubig ist. Und schon gar nicht möchte ich nicht, dass in meinem Namen getötet wird. Ja, ich finde, das ist ein richtiges Signal, zu zeigen, dass wir sind da und dass wir sind dagegen. Das ist sehr wichtig für uns. Eigentlich ist das nicht so schlimm, finde ich. Es ist kein schlechtes Signal. Ich denke mal, die Leute, die da sind, auf die muss man sich konzentrieren und dass die Leute gekommen sind, ist das Wichtige. Also weil sowieso sind die meisten Opfer des islamistischen Terrors sind sowieso Muslime. So, und dann müssen sie sich jetzt ja auch noch rechtfertigen und sagen, nein, ich bin aber kein Terrorist. Was soll das? Ich glaube, das wollen viele einfach nicht, weil das eine selbstverständliche Aussage ist. Die muss man nicht extra auf eine Demo tragen, eigentlich. Das spaltet zusätzlich, aber auch in die Mehrheitsgesellschaft hinein, halte ich für das falsche Signal. Es zeugt von Uneinigkeit auf der einen Seite und es zeigt auf der anderen Seite aber auch das mangelnde Gespür für gesellschaftliche Prozesse. Weil das ist ein zivilgesellschaftlicher, muslimischer Prozess gewesen und ich hätte es gut gefunden, wenn man das mal zur Kenntnis nehmen würde und das auch belohnt und sagt, richtig, ich finde es sogar gut, wenn es aus der Reihe der Muslime entspringt. Ist der 3. Oktober der Tag der deutschen Einheit. Angst vor einer vermeintlichen Bedrohung seines christlichen Abendlandes. Dabei ist es keine Kriege. Du darfst nicht töten. Tötest du einen Menschen?